Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Flix is Online. Ja, wir haben da die Quest mit der Felicity, dass ihr Summer Breeze krank geworden ist und die Elizabeth hat sich so freundlich erwiesen und braucht sozusagen einen Heiltrank. Und ja, genau das machen wir jetzt. Also wir bringen hier noch die restlichen Zutaten. Hallo Marianne, die Grundlage für das Gebräu ist fertig. Heute brauchen wir die letzten zwei Zutaten für die Kur. Kannst du mir nochmal helfen? Für 15 XP durchs Garten. Danke, wir brauchen... Was wir brauchen ist das Blatt einer Wasserlilie und den Dorn eines Dornbusches. Das Blatt der Wasserlilie kannst du auf der anderen Seite der Brücke hier in Wälder finden. Okay, man sagt, dass Wasserlilien genau wie die Blumen die insbesondere Fähigkeiten haben. Die letzte Zutat, die wir brauchen, ist der Dorn eines Dornbusches. Sie wachsen in der Nähe des Wegs, der zum Observatorium führt. Diese Dornen sind sehr giftig. Wenn sie falsch zubereitet werden, richtig zubereitet jedoch, sind sie sehr nützlich. Ich brauche die Sachen jetzt sofort. Ja, für 40 XP würde ich es tun. Also ich will in diesem Let's Play hier hinkommen, das schaffe ich so oder so. Weil ich Level 15 erreiche. Okay, das heißt Avalon. In Richtung Avalon gehen. Hallo Avalon. Gerade ist Doppelstarkons Wochenende. Ihr seht das Video hier wahrscheinlich erst nach Doppelstarkons Wochenende. Aber ja, ich hoffe, damit es ist. Wir versuchen mir Pistarkons zu kaufen. Ich fände es schön, wenn beim Doppelstarkons Wochenende es so wäre, dass man auch doppelte Starcoins bekommt. Also nicht beim Kaufen, ich meine so, wenn man beschreibe ich das jetzt nur. Ja, wenn man kriegt ja diese Taschengeld, sag ich jetzt mal, und dass man bei diesem Taschengeld statt 100 Starcoins 200 bekommt. Das fände ich jetzt noch immer lustig. Und auch immer nett von Starstable. Wäre jetzt wirklich nett. Macht Starstable wohl eher nicht, sie wollen ja verdienen. Was ist denn das? Ah, fair für den Baum. Ja, okay, groß vielleicht, aber mehr auch nicht. Hallo, Schnee. Ja. Okay, diese Dorn sollte hier gleich irgendwo sein. Ach, hier. Warte mal, was? Nur das jetzt zurück nach Wälder. Auch schön, dass das der Ring ein neues Gebiet rausbringen würde. Wenn ich jetzt irgendwie noch schön wieder mal so ein kleines Gebiet. Ich würde sagen, ja, aber denke ich euch das auch so, dass Vale so dieser Hauptdruidenplatz ist, weil da lebt jetzt Elizabeth, da lebt Avalon, die wurde der, ich glaube, es ist eine sie, also die Avalon. Dieser Steinkreis, also diese Runensteine und danach auch noch dieses Zwirbeldings da oben, wo man ja in der Spirale rein muss, um in diese geheime Welt, sag ich jetzt mal, zu kommen. Und ja, deshalb denke ich irgendwie so, weil da ist da schon ein Platz. Vielen Dank, ich kann das Gebäude jetzt fertig machen. Super. Während ich das Gebräu fertig mache, kannst du vielleicht Felicity und Summer Breeze besuchen. Das Gebräu wird morgen fertig sein. Ach, okay, 15 XP.
Aber wir sagen mir mein Gefühl, dass dieses Let's Play jetzt schon ziemlich schnell wieder vorbei ist. Ah, die Pizza. Ja, Figrove Village. Dum, dum, dum. Ich habe wirklich gedacht, dass die Felicity in die Richtung ist. Ich habe ehrlich gesagt niemals so viele Quests offen. Ach ja, nie befand das. In Yorvik Ranger? Das im Weingarten. Hier brauche ich noch einen Ruf und. Hier oben brauche ich noch Ruf. Okay. Fertig. Den gibt's auch nicht. Besuch. Herr Marina, ich bin so froh, dich zu sehen. Ja, super, das stimmt. Die Tierärztin hat Summer Breeze untersucht. Es scheint sehr ernst zu sein. Sie wollte mir aber nicht sagen, wie ernst. Mama. Während sie hat mir vor der Kuh erzählt, du und Elisabeth zusammenbrauen. Ja, ja. Und das hat mich ein wenig erleichtert. Du hast ja keine Ahnung, wie viel mir deine Hilfe bedeutet, Marianne. Ich werde Summer Breeze bis morgen noch per Hand füttern. Ja, das ist sehr schön für dich. Ja, ich will diese Let's Play hier wenig nicht zu lange halten. Moment mal, ist nur das hier cool? Ja, nur das. Ah, nee. Das geht auch nicht. Wäre es vielleicht möglich, so rein theoretisch, sich hier irgendwie rüber zu backen und danach diese Region hier zu erkunden? Nee, ich will ja nicht. Alles verborgen, wie nur Sauna ist. Ja, Leute, ich gehe jetzt nach Nebelfall. Macht da noch was bei den Yorvik Rangers. Und, ja, damit verabschiede ich mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.